Mit einer hochmodernen Wohnanlage punktet seit geraumer Zeit das Deutsche Rote Kreuz in der Stadt am Berge. Insgesamt wurden am Rande des Lübauer Stadtzentrums 3 Objekte saniert und umgebaut. So unter anderem das 1608 erstmals erwähnte historische Gemäuer der alten Heißmangel an der äußeren Zittauer Straße. Hier wurden die Fassaden denkmalgerecht gestaltet und auch im Inneren wurde viel Liebe in das Gebäude investiert. Hier in den Gebäudekomplexen sind insgesamt 28 Wohnungen entstanden. Wir hatten so fast 3 Jahre Bauzeit. Es sind 4 Wohnungen davon reinweg nach DIN behindertengerecht, die anderen sind seniorengerecht und natürlich kann jeder Bewohner jeden einzelnen Raum mit dem Fahrstuhl erreichen. Überall in den Wohnungen ist Platz genug, um auch eventuell dann doch später mal mit einem Rollator zu fahren oder im Rollstuhl. Die Wohnungen sind so geschnitten, dass Duschtassen geschaffen wurden. Es ist keine Duschwanne mehr so zum Einsteigen, sondern man fährt nach unten. Es ist alles ebenerdig, es ist schwellenlos und man kann sich wieder frei bewegen. Die Wohnungen sind zwischen 50 und 75 Quadratmeter groß und verfügen neben einem topsanierten Bad über eine großräumige Küche sowie jeweils eine helle Wohn- und Schlafstube. Ohne Probleme kann sich jeder Bewohner ganz individuell seine eigenen 4 Wände so gestalten, wie er es möchte. Wir bieten ja nicht nur Wohnen für Senioren, das barrierefrei ist, sondern wir bieten auch eine Versorgung. Also wir haben hier drinnen unseren Pflegedienst angesiedelt. Wir haben aber auch eine Betreuerin, die sich um die Belange der Mieter kümmert. Ein Hausmeister, der kleinere Reparaturen übernimmt. Man hat so ein bisschen das Rundum-Sorglos-Paket. Wir haben einen Hausnotruf, wo man sagen, der Mieter kann sich allein in der Wohnung aufhalten. Niemand redet ihm rein. Es kommt keiner kontrollieren, ob er dann schon gegessen hat. Aber er kann komplett selbst entscheiden, hat aber trotzdem die Sicherheit, dass wenn er Hilfe braucht, auch jemand kommt. Und das ist uns sehr wichtig. Zahlreiche Baufirmen aus der ganzen Oberlausitz waren an der Sanierung der Wohnobjekte an der alten Seltenrhein beteiligt. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bereits seit Februar 2012 sind die ersten Wohnungen an rüstige Senioren vermietet. Und die Nachfrage steigt stetig. Im Innenhof des Gebäudekomplexes laden Sitzmöglichkeiten zum Verweilen oder auch zum Tratschen mit den Nachbarn ein. Der Seniorenclub des DAK-Kreisverbandes Löbau findet im 3. Gebäude sein neues Domizil. Hier geht es in diesen Tagen an den letzten Feinschliff. Aber schon jetzt werden für die Senioren regelmäßig Tagesausflüge angeboten, sodass sich die Bewohner untereinander besser kennenlernen und keine Langeweile aufkommt.